Hallo ihr Lieben, ich habe eben den Impuls, ein Video aufzunehmen. Ich sitze allerdings gerade hier am Strand, deshalb nehme ich das Video auf und lade es dann hoch, weil ich hier kein gutes Internet habe. Und zwar soll es heute um das Thema Entscheidungen treffen und auch umsetzen gehen. Warum es so wichtig ist, Entscheidungen zu treffen, zum einen natürlich, und zum anderen aber auch, diese wirklich umzusetzen. Denn was ich immer wieder sehe und erlebe, ist, dass Entscheidungen getroffen werden, bewusst oder unbewusst, und diese aber dann nicht wirklich in die Umsetzung kommen. Ich sag mal, bei großen Entscheidungen, wenn ich jetzt sage, ich kaufe ein Haus und setze das dann um, dann sieht man natürlich auch direkt, was umgesetzt wird. Ja? Aber es fängt bei den kleinen Entscheidungen im Alltag an und diese werden ganz oft ja unbewusst oder auch in unseren Worten einfach getroffen, aber dann nicht umgesetzt. Um es mal nicht so abstrakt zu machen, ne? Ein Beispiel. Der Gedanke, ich will weniger Süßes essen oder ich möchte aufhören zu rauchen oder ich möchte mich gesünder ernähren. Das sind alles Gedanken, in denen du quasi eine Entscheidung triffst. Ja? Ich möchte mich gesünder ernähren. Ist eine Entscheidung. Und dann wird sie aber nicht umgesetzt, diese Entscheidung. Was macht das mit dir? Was macht das mit deinem System? Also es ist so, dass du quasi hier oben eine Entscheidung triffst, eine neue Wahl triffst für dich, für dein Leben. Und dein Körper spürt aber, dass es nicht so ist. Das heißt, du hast eine Dissonanz, also quasi eine Unstimmigkeit zwischen deiner Entscheidung im Kopf und deinem Körpergefühl. Und es ist nicht die ungesunde Ernährung oder das wenige Obst, was du isst, das dich krank macht, sondern es ist diese Dissonanz zwischen Kopf und Herz, zwischen Kopf und Körper, die dich dann erstmal unzufrieden sein lässt und aber auch früher oder später vielleicht sogar körperlich krank werden lässt, weil du Entscheidungen triffst, die du nicht für dich umsetzt und du immer wieder sagst, ich möchte es jetzt anders machen, ich möchte es jetzt anders machen, ich möchte weniger Süßes essen. Ja? Oder jeden Tag auf die Arbeit gehen ist auch ein Beispiel und sagen, ich habe keinen Bock auf diese Arbeit. Ja? Wie oft höre ich das, dass Menschen sagen, sie haben keine Lust auf ihre Arbeit und dann gehen sie trotzdem jeden Tag dahin, 20 Jahre lang. Ja? Das kann doch nicht gesund sein. Und genau das sind die Punkte, die uns krank machen. Und genau das sind die Punkte, weshalb du wirklich bewusst Entscheidungen treffen darfst, auch in deinem Denken schon, und diese dann auch wirklich in die Umsetzung bringen solltest. Ja? Sei es, ich habe keine Lust auf diesen Job, dann geh weiter und schau, okay, was ist meine Möglichkeit, einen anderen Job, eine neue Möglichkeit zu arbeiten zu finden. Ich möchte mich gesünder ernähren. Dann geh den Schritt und stell deine Ernährung um. Ja, und wie gesagt, das sind die kleinen Dinge, mit denen du lernst, wieder mehr und mehr Vertrauen in dich zu haben. Weil mit jeder kleinen Entscheidung, die du triffst und die du umsetzt, lernt dein Körper, lernt dein System, wow, die macht es ja wirklich. Wow, die geht ja wirklich in diese Resonanz von Kopf und Herz, in diese Kopf-Herz-Kohärenz, wie das auch manchmal genannt wird. Und wenn du anfängst, wirklich mit kleinen Entscheidungen diese zu treffen und in die Umsetzung zu bringen, dann bin ich mir ganz sicher, werden die Entscheidungen immer größer, die du dir selbst zutraust
und die du tust. Und wie gesagt, das fängt bei kleinen Dingen an, bei Gedanken, die du immer und immer wieder hast. Oh, ich möchte eigentlich weniger Süßes essen. Oh, ich möchte mich eigentlich gesünder ernähren. Oh, der dritte Kaffee am Tag ist eigentlich zu viel. Was auch immer, diese kleinen Dinge, die unser Kopf da immer wieder zusammenspinnt und die wir trotzdem tagtäglich tun, das sind die Dinge, die uns unzufrieden und krank machen. Und deshalb fang an, die kleinen Dinge, wirklich Entscheidung, Umsetzung zu machen. Denn damit entsteht eben genau diese Kohärenz. Und dann werden die Entscheidungen immer größer. Und du wirst vielleicht auch zum Beispiel einen Jobwechsel easy hinbekommen. Du wirst einen Umzug in eine neue Stadt, in der du das Gefühl hast, dass du dich da wohler fühlst, easy hinbekommen, weil du auf dich vertraust. Also, wenn du eine Entscheidung triffst und diese auch umsetzt, wirst du merken, dein Selbstvertrauen, dein Vertrauen in dich selbst wird immer größer werden. Ja, das ist das, was ich mit dir teilen möchte für heute, weil Entscheidungen treffen und umsetzen einfach so unglaublich wichtig ist und dein Körper beginnt wirklich diese Entscheidungen auch zu feiern. Das habe ich vor kurzem wieder ganz, ganz toll erlebt. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich bin ja aktuell auf Sansibar und es geht jetzt für mich weiter. Ich habe diese Entscheidung getroffen. Ich habe den Flug gebucht und es läuft. Und diese Umsetzung ist etwas, was mein Körpersystem so in Freude und Rage bringt. Es ist einfach so wundervoll. Und das wünsche ich mir für dich, dass du das auch für dich erlebst, dass Entscheidungen treffen eine total geniale, geile Sache sind und nicht etwas, was man gerne vor sich herschiebt, was man ungern macht, sondern etwas, was wirklich dich bestärkt in deinem Sein, auf deinem Weg. Und ja, genau, deshalb bei den kleinen Dingen anfangen und ich bin mir sicher, die werden ganz schnell immer größer, diese Entscheidungen, die du wirklich in die Umsetzung bringst. So, jetzt wünsche ich dir eine ganz, ganz tolle Zeit und einen wundervollen Tag.